Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Kuschle und in diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr auf Blood of the Dead in Black Ops 4 den goldenen Löffel bekommen könnt. Ihr könnt euch bestimmt alle noch an Mob of the Dead von Black Ops 2 erinnern, dort gab es ja auch den goldenen Löffel, er war Teil eines Easter Eggs oder des Haupt-Easter Eggs und diesen könnt ihr nun auf Blood of the Dead Reimagined Mob of the Dead für Black Ops 4 wiederbekommen. Vorweg, wenn ihr mich unterstützen wollt, tut mir auf jeden Fall den Gefallen und lasst ein Abo da. Und wenn euch dieses Video gefällt, dann liked dieses Video auch. Ja, wie bekommt ihr jetzt den goldenen Löffel hier auf Blood of the Dead? Ihr braucht verschiedenes Equipment dazu. Und zwar, ihr braucht auf jeden Fall das Zombie-Schild, also dieses Schild. Und ihr braucht auf jeden Fall einmal eine Blunder-Gat. Und am besten einmal die Acid-Gat oder die Magma-Gat. Denn mit der normalen Blunder-Gat hat es bei mir nicht funktioniert. Andere Leute sagen, es funktioniert mit ihr, aber bei mir hat es nicht so richtig funktioniert. Also würde ich euch auf jeden Fall raten, einmal Magma-Gat oder Acid-Gat zu machen. Und ihr braucht auf jeden Fall noch den Health Retriever dazu. Also Schild, Health Retriever und die Blunder-Gat. Wenn ihr dazu Tutorials braucht, wie ihr diese Sachen auf dieser Karte bekommt, dann habt ihr das einmal hier in der Beschreibung verlinkt und ihr findet eine komplette Playlist für Blood of the Dead auf meinem Kanal. Wenn ihr also das Schild habt, dann geht ihr einmal ins Warden's Office und zwar dort, wo der Tisch ist, wo ihr auch die Blunder-Gat bekommen könnt. Wenn ihr nun das Schild benutzt und anvisiert, dann seht ihr, dass an den Säulen und an der Wand hier Zahlen erscheinen. Schreibt euch diese Zahlen auf oder merkt euch diese, denn diese müsst ihr gleich noch woanders eingeben. Das hilft euch jetzt nichts, euch meine Zahlen aufzuschreiben. Das ist pro Run unterschiedlich, also ihr habt bestimmt andere Zahlen als ich habe. Dementsprechend einmal eure Zahlen notieren und dann geht's auch schon weiter. Ja, als nächstes müsst ihr in Richtung Docks laufen. Und zwar gibt es hier einmal, das ist wie eine Wendeltreppe, aber ohne Treppe. Ihr seht den Ort, an dem ich mich jetzt befinde. Und zwar müsst ihr hier ganz nach unten gehen und dort einmal diesen Kasten aufschließen. Den Wärterschlüssel habt ihr ja ohnehin schon, denn das ist hier ein Schildteil. Und wenn ihr das aufgemacht habt, dann müsst ihr das mit eurem Schild anschießen. Dafür müsst ihr das Schild aufladen, einmal mit dem Schild drei Zombies töten, also mit dem Schlüssel drei Seelen einfach einsammeln, dann die Konsole hier lange anvisieren und einmal messern. Und schon habt ihr diese Konsole angeschaltet. Ganz wichtig ist jetzt, ihr müsst die Zahl schnell eingeben. Ich habe das ein bisschen zu langsam eingegeben beim ersten Mal. Und dann hat sich's geresettet und dann musste ich wieder mein Schild erst aufladen und hier einmal einen kompletten Blast reingeben. Also wenn ihr das machen könnt, dann gebt ihr schnell eure Zahl ein. In meinem Beispiel war das 497 und nachdem ich das eingegeben hatte, fing die Karte an zu vibrieren und links der Fahrstuhl ist jetzt nach unten gefallen. Ihr seht das hier im Gameplay, der Fahrstuhl links, der fällt nach unten und im Fahrstuhl drinnen seht ihr den goldenen Löffel, aka Göffel, Gabe, wie ihr auch dazu sagen wollt. Ja, dieser ganze Käfig ist nun ins Wasser gefallen und um diesen Käfig bzw. den goldenen Löffel zu holen, müsst ihr jetzt an die Docks gehen. Und zwar ganz nach hinten unten, wo ihr auch den Schädel zum Beispiel für die Blunder-Gat holen könnt oder wo auf der anderen Seite der PhD-Automat ist. Dort einmal hingehen und dort habt ihr jetzt wieder einmal so eine Konsole, die ihr mit eurem Schild anschießen müsst. Wieder, wie gesagt, Schild davor mit drei Zombies aufladen, anvisieren, einmal schlagen und einmal die Konsole hier mit Power, also Strom, versorgen. Wenn ihr das gemacht habt, dann wird sich der Kran bewegen. Wartet, bis der Kran mit dem goldenen Löffel rechts über dieser Kiste ist. Und dann einfach mit euren Health Retriever, den braucht ihr jetzt an dieser Stelle auf jeden Fall, einmal hochschmeißen. Und der goldene Löffel wird jetzt runterfallen und auf der Kiste landen. Ihr könnt dann hingehen und diesen mit Viereck aufnehmen. Ganz wichtig ist, wenn ihr Koop spielt, jeder Spieler muss das jetzt für sich machen. Also es kann nicht nur einer jetzt den goldenen Löffel aufnehmen und dann die nächsten Schritte befolgen. Nein, wenn jeder den goldenen Löffel möchte, dann muss es jeder Spieler im Spiel für sich selber machen. Außerdem ganz wichtig ist, ich habe das jetzt im normalen Modus gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr das im Casual-Modus spielen könnt, ob die Symbole da erscheinen. Zum Beispiel der Zahlencode, der ist im Custom-Game, bei dem man sich zum Beispiel Punkte geben kann und so, nicht erschienen. Also die Easter Eggs könnt ihr wohl nicht in Custom-Games machen. Ob es in Casual-Games geht, habe ich jetzt noch nicht ausprobiert. Ich habe es auf jeden Fall im normalen Modus gespielt.
So, habt ihr den Löffel nun aufgenommen, das ist jetzt noch der silberne Löffel, geht ihr nach oben zur Badewanne, und zwar ist es die gleiche Badewanne, die ihr auch beim Mob of the Dead Black Ops 2 benutzt habt, und gebt dort einfach einmal euren silbernen Löffel hinein. Nun müsst ihr diese Badewanne mit Blut füllen. Und das macht ihr, indem dass ihr oben auf dem Dach mit eurer Blunderget tötet. Ich hatte hier nur die normale Blunderget am Anfang und kein Packer Punch offen und habe eine komplette Runde oben gespielt und die Badewanne hat sich bei mir nicht aufgefüllt. Dementsprechend habe ich dann Packer Punch geöffnet und habe mir auch eine Acid Get gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Packer Punch lag oder an der Acid Get. Also wenn sich es bei euch nicht füllt, dann schaut einfach, dass ihr Packer Punch aufmacht und euch auf jeden Fall eine Acid Get oder Magma Get holt. Und dann habe ich nachgeguckt und dann bin ich wieder runtergegangen und habe gesehen, dass sich nun die Badewanne langsam mit Blut füllt. Für mich hat das gleich so 2 Runden gedauert und irgendwann ist die Badewanne komplett voll und es tropft kein Blut mehr oben von der Decke. Und dann einfach Viereck an der Badewanne drücken und nun wird das Blut halt abgelassen. Und der Schlüssel ist verschwunden. Ja, der Schlüssel wurde jetzt durch die Kanalisation befördert. Und ihr müsst jetzt einfach zum Anfang zurückgehen, und zwar zum Catwalk, wenn ihr euch daran erinnert. Denn auf dem Catwalk gibt es so eine kleine Position, da seht ihr dann den Wasserturm. Und jetzt einfach an die Stelle, die ihr im Game seht, das muss gar nicht genau sein, einfach ungefähr dorthin schmeißen, also euren Health Redeemer einfach dorthin schmeißen, dann wird automatisch der goldene Löffel aufgenommen. Ihr habt den als Knife, also als Messer im Inventar. Und ja, so bekommt ihr den goldenen Löffel auf Blood of the Dead. Genauso wie Mob of the Dead könnt ihr damit bis Runde 30 insta-killen, also mit einem Hit die Zombies töten. Bin mal gespannt, ob wir das für das Haupt-Easter Egg brauchen. Finde es übelst cool, dass der goldene Löffel wieder da ist. Wir haben ja früher immer gegöffelt oder gelöffelt, ich weiß es gar nicht mehr. Es ist so lange her, dass ich das auf PlayStation 3 damals gespielt habe. Dementsprechend, Dankeschön fürs Gucken. Viel Spaß beim Nachmachen. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video oder eben im nächsten Livestream.